was auf den Tisch kam, musste aufgegessen, über die Güte des Essens durfte nicht gesprochen werden. Du aber fandest das Essen oft ungenießbar, nanntest es das Fressen. Das Vieh, die Köchin, hatte es verdorben. Bei Tisch durfte man sich nur mit Essen beschäftigen. Du aber putztest und schnittest dir die Nägel, spitztest Bleistifte, reinigtest mit dem Zahnstocher die Ohren. Bitte, Vater, versteh mich recht. Das wären an sich vollständig unbedeutende Einzelheiten gewesen. Niederdrückend wurden sie für mich erst dadurch, dass du, der für mich so ungeheuer maßgebende Mensch, dich selbst an die Gebote nicht hieltest, die du mir auferlegtest. In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich Schienen, schließlich Schienen, schrieb ich von jemandem einmal richtig.